Du, ich gehe mal in die Kneipe dort, Maggie. Vielleicht kann man mir dort etwas sagen. Gute Idee, Bob. Ich komme mit. Mhm. Ich habe Lust auf ein Bier. Hey, du musst doch fahren, Mädchen. Das könnte dir so passen. Aha, du fühlst dich also den Anforderungen nicht gewachsen, die diese Straßen hier in den Bergen an dich stellen. Komm, lass mich vorgehen. So, bitte nachher. Danke. Wo ist das verqualmt hier? Du, da ist noch ein Tisch frei. Komm, wir setzen uns. Wirt, ein Bier und einen Tee, bitte. Ein Bier, ein Tee. Du trinkst Tee? Natürlich. Ein Bier gönne ich mir erst, wenn wir am Ziel sind. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich hätte gerne eine Auskunft. Ja, können Sie haben. Fragen Sie nur. Worum geht es denn? Wir suchen die Burg Düsternbrunn. Wir wollen zu Dr. Giralda. Es ist wohl besser, wenn Sie gehen. Was haben Sie denn? Wollen Sie mir den Tee nicht bringen? Nein. Moment mal. Mein Gott, wir wollten Sie nicht beleidigen. Wir sind fremd hier. Gehen Sie! Ah, haut ab, verdammt nochmal. Verschwinden! Wir sind von der Zeitung. Wir wollten doch nur eine Auskunft. Was ist daran so ungewöhnlich für Sie? Warum wollen Sie uns nicht sagen, wo die Burg Düsternbrunn ist? Weil... Ach, verschwinden Sie doch endlich! Mit Düsternbrunn will ich nichts zu tun haben. Überhaupt nichts! Verstehen Sie? Das ist es ja gerade. Wir verstehen nämlich überhaupt nichts. Ich habe nicht vor, Ihnen etwas zu erklären. Bitte, gehen Sie! Brauchst du Hilfe, Peter? Sollen wir sie rauswerfen? Ja, wir wollen keinen Ärger. Komm, Maggie, wir verlassen dieses gastliche Haus. Wir werden auch so erfahren, was wir wissen wollen. Ja, schön. Du, ich glaube, wenn wir die Kneipe nicht verlassen hätten, dann wäre diese Meute über uns hergefallen. Verstehst du das? Nein. Dr. Giralda scheint äußerst unbeliebt zu sein. Das ist jedoch kein Grund, uns wie Aussätzige zu behandeln. Fragen wir woanders? Tja. Glaubst du, dass das Sinn hat? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir fahren die Landstraße weiter. Hm? Die Burg kann ja nur in der Schlucht dort drüben sein. Vielleicht gibt es da einen Hinweis. Ja, okay, okay. Steig ein. Bob, das ist die Burg. Pass auf, du musst den Seitenweg einfahren. So. So düster hatte ich sie mir nicht vorgestellt. Sieht ja ziemlich alt aus. Ach, das soll uns nicht interessieren. Dr. Giralda ist einer der besten Chirurgen Europas. Er hat bestimmt ein hochmodernes Labor in diesem alten Kasten. Hoffentlich ist er etwas freundlicher als die Leute im Dorf. Er hat uns eingeladen. Also er wird uns auch nett empfangen. Na komm. So, durch diese Türe also, und dann zum Keller hinunter. Ich klingel mal. Was sind das für Maschinen, Herr Doktor? Ich erzeuge den Strom, den ich benötige, selbst. Das macht mich unabhängig. Mhm. Damit niemand merkt, wie viel er verbraucht. Was könnte an seinem Stromverbrauch so interessant sein? Man kann daraus auf die Art und den Umfang seiner Experimente schließen. Darf ich Sie nun in mein Laboratorium bitten? Da ist Bob. Bob Brown ist mein Fotograf. Ja, und ein Mann. Alvarez, freier Journalist. So, treten Sie ein und stellen Sie Ihre Fragen. Was ist Ihr wissenschaftliches Hauptgebiet? Organtransplantationen. Genau genommen, die Transplantation des wichtigsten menschlichen Organs. Also, das Herz. Eine typisch weibliche Antwort, Miss Brown. Aber das Herz habe ich nicht gemeint. Ich spreche vom Gehirn. Hm? Ist dies hier das Gehirn eines Menschen? Nein, es ist das Gehirn eines Menschenaffen. Aha. Es wird durchblutet, das ist deutlich zu sehen. Es lebt und denkt, obwohl es vom Körper getrennt ist. Dieses Gehirn kann nichts sehen, nichts hören, nichts fühlen, nur denken. Und vielleicht noch nicht einmal das. Du, Maggie.
Was ist das? Ach, das, tja. Entschuldigen Sie mich, ich bin sofort zurück. Warten Sie, Dr. Giralda, ich möchte mit Ihnen gehen. Nein, auf keinen Fall. Ich wusste es. Ich wusste, dass er es nicht zulassen würde. Hinter dieser Tür liegt die Lösung aller Rätsel. Ich bin mir dessen absolut sicher. Warum tun Sie so geheimnisvoll, Senor Alvarez? Wollen Sie uns nicht sagen, was Sie wissen? Er ist ein Dämon, aber kein Arzt. Er hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Aber Senor Alvarez... Sie glauben mir nicht? Ich kann Sie nur warnen. Er ist ein gefährlicher Mann. Sie ahnen nicht, wie gefährlich er ist. Wer ihn kennt, fürchtet ihn. Natürlich, wegen der Dämonen. Spotte nicht, Bob. Senor Alvarez hat sicherlich Gründe für seine Behauptung. Entzückend. Was bedeuten diese Schreie? Vielleicht hat er einen Zoo voller Affen für seine Experimente. Das klang nicht wie der Schrei eines Affen, sondern wie der eines verzweifelten Menschen. Psst, er kommt zurück. Er ist fast völlig gelähmt und kann nur auf diese Weise am Leben erhalten werden. Guten Tag, Dr. Frank. Guten Tag. Endlich sind Sie da. Sie haben auf uns gewartet. Ja, ich habe gewartet. Bitte, Miss Brown, er darf sich nicht so anstrengen. Kommen Sie, einen längeren Besuch bitte. Kann ich Ihnen nicht erlauben. Sie soll noch bleiben. Miss Brown? Ja, Sie. Gut, ich bleibe noch etwas. Einverstanden, aber sprechen Sie nicht so viel, Ronald. Nein. Ja. Kann ich etwas für Sie tun, Dr. Frank? Miss Brown, ich habe schon von Ihnen gehört und viel gelesen. Ich mag Sie. Sie dürfen nicht sprechen. Ich muss Ihnen alles sagen. Ich war es, der Sie hierher gerufen hat. Ich wollte... Wenn Sie nicht schweigen, muss ich gehen. Nein, ich muss Ihnen etwas erklären. Es tut mir leid, Dr. Frank, aber Sie dürfen sich nicht anstellen. Ich komme später wieder. Hallo, Bob. Maggie. Och, da bist du ja noch. Was ist denn los mit dir? Ich konnte das nicht mehr ertragen. Dieser Mann in diesem Zustand wollte unbedingt mit mir reden, dabei hat er kaum Kraft zum Sprechen. Und du hast ihn allein gelassen? Ich musste. Ja, sicher hast du richtig gehandelt, aber es ist nicht deine Aufgabe, Kranke zu betreuen. Dafür sind andere da. Er war so seltsam, dieser Dr. Frank. Er hatte so eigenartige Augen und er sah mich an, als ob er jeden Augenblick aus der eisernen Lunge heraussteigen würde. Übertreib nicht, Mädchen, komm. Wir gehen zu den anderen. Ja. Wo sind Sie? Im Hauptlabor. Dr. Giralda sagte, dort bereite er die große Operation vor, bei der wir Zeuge werden sollen. Eine Gehirntransplantation? Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Es wird ja nichts anderes übrig bleiben. Das ist der Spanier. Los, schnell, da stimmt was nicht. Mach die Tür auf. Es geht nicht. Dr. Giralda? Doktor, hören Sie mich? Psst.